Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Und die sich jetzt fragen, oh mein Gott, es ist Dienstag, hat er sich vertan? Nein, habe ich nicht. Und zwar kommt jetzt dienstags auch eine Folge, genauso wie donnerstags und freitags vom Hauptprojekt. Weil ich mir denke, dass zwei Folgen in der Woche doch ein bisschen wenig sind für ein Hauptprojekt. Wenn ich auch nebenbei noch Pixelmon und so weiter habe. Die werden natürlich immer noch kommen, aber halt zwei Folgen Hauptprojekt mehr, dienstags und donnerstags. Wann genau? Guckt einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Rechts in der Videobeschreibung, also in dieser Informationsbox. Da steht das drin. Na gut. Weiter geht's. Wir müssen mit Gollum hier hoch. Und wir besuchen die geheime Treppe. Und da steht eine Katze bei mir vor der Tür und maut sich ein zurecht. Ja. Ich höre dich, aber ich lasse dich nicht rein. Ja, wir sind jetzt hier vor der geheimen Treppe und müssen die jetzt sozusagen noch freilegen, beziehungsweise und den Weg dahin bauen. Katze, sei doch ruhig. Ja, ich lasse sie mal Moment. Ich lasse sie mal eben rein, sonst geht die mir hier noch den ganzen Tag auf Nerven. Moment. So. Weiter geht's hier. Ist ja schlimm. Ja, jetzt maut's nicht hier drin noch rum. Jetzt bist du drin, was willst du denn jetzt? Ja, ich dich auch. So, wir müssen jetzt die geheime Treppe freilegen. Und sollten möglichst nicht von Frodo wegwechseln. Halt die Klappe! Denn der läuft dann direkt Richtung Festung. Müssen wir jetzt leider. Wir müssen hier mit dem lieben Gollum hoch. Da ist Foto. Schnell wieder Foto schnappen. Ach, jetzt brauchen wir Sam. Haha, ta. Ta, ta, ta. Okay, lassen wir Foto erstmal laufen. Ein Schädel. Er ruft nach ihnen, Sam. Ja, das ist mir klar, deswegen beeile ich mich ja schon. Gollum, lass den Fisch. Ich springe zu früh. Die Steine brauchen immer noch ein bisschen. Und da kann ich nicht rein, weil ich kein Licht habe. Frodo, oh, der ist schon fast da. Ja. Hep, hep und hoch. An dieser Stelle vielleicht auch mal eine kleine Verlinkung zu einem Freund von mir. Der Link ist in der Videobeschreibung. Der macht gerade oder der fängt gerade an, etwas aufzunehmen. Bis jetzt hat das noch nicht hochgeladen, glaube ich, aber er ist dabei. Also wenn ihr die Folge seht, müsste es schon da sein. Und es geht um ein Crysis 3 Projekt, was ich ja leider nicht spielen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, soll er das doch mal übernehmen. Und ja, Link unten in der Videobeschreibung müsste der erste sein. Ja, ich denke mal, ich mache es in den ersten. Sam? Ja, ist ja gut. Bleibt da drin stehen. Jetzt bleibt er drin stehen. Aha. Komisch, komisch, komisch. Ja, bau. Nein, Zunderbüchse nicht rausholen, sondern bauen. Dankeschön. Haben wir es geschnallt, lieber Sam?
Und jetzt stellen wir hier mal ganz unauffällig die Statue. Ist ja nicht so, als würde das auffallen. Ist, mein Gott, Frodo, renn doch nicht immer so hin und her. Huch. Oh, das war ja nicht so laut, zum Glück. Ich stelle mal vor, uns hätte einer gehört. Das wäre nicht auszumalen, was passiert wäre. Hör auf. Ich hasse das, wenn der wegrennt. Ja, legen wir noch Feuer. Ist ja nicht so offensichtlich. Ja, die andere Statue auch noch. Mhm. Ja, ist wie bei mir zu Hause. Ne? Mitten in der Nacht hörst du einen Rums und denkst dir, ach, ist doch nichts und nichts passiert. Loderndes Feuer draußen. Ach, ist nicht so schlimm. Pass schon. Wird wohl keiner gewesen sein. Hier muss ich graben. Graben, graben, graben. Hallo, Sam, wechseln. Danke. Ne, pflanzen ist es. Nicht graben, pflanzen. Aha. Okay, das war irgendwie komisch. Huch. Da lebt er wieder. Den haben wir schon umgebracht. Ha, falsches Level zuerst gespielt. Naja, man hat uns nicht aufgehalten, da passiert sowas. Da hätten sie vielleicht ein bisschen drauf aufpassen müssen. Dass man nicht die Pelennor-Felder zuerst machen kann, bevor man hier war. Warum glitzert er denn so? Da glitzert, sieht man es? Schön die geheime Treppe hoch. Erstmal das Geld hier noch sammeln, was da liegt. Und diese Pflanze hier gut machen. Genau. 1 von 5 war das. Hep. Ja, das ist, glaube ich, die direkt. Mein lieber Gollum. Was haben wir denn hier so? Schönes. Alles dunkel. Wir brauchen dich jetzt sogar, Gollum. Komm hier hin. Und kletter mal eine Runde hier nach oben. Denn hier oben ist, was genau? Alles würde ich zum Code machen. Haut auf. Achso, runterschieben. Natürlich. Ach genau, müssen wir noch weiter höher. Irgendwie logisch. Denn wir müssen ja auch so langsam zur Spinne. Ich glaube, die Spinne ist hier. Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es nicht mehr weit bis zum Ende von Lego Herr der Ringe. Wie gesagt, neues Projekt, höchstwahrscheinlich am Freitag. Guckt einfach mal rein. Und zack. Wie schön. Und wir können höher laufen. Ist aber eine Scheißtreppe, wenn hier dauernd irgendwelche Sachen kaputt sind, ne? Man hätte ja auch einen Aufzug einbauen können, dann wird das ein bisschen schneller gehen. Stein. Bumm. Was auch immer das sein sollte. So, den Steinchen werfen. Ach, so, natürlich. Klar, jetzt auch noch Sammy Boy. Nein, nicht. Nein, nicht. Das ist hier sehr knapp, die Geschichte. Da muss man wirklich bis zum äußersten Ende gehen. Jetzt springen, 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 springen. Hep. Können wir ja noch nicht kaputt machen, leider. Hier ist wieder was zum Klettern für Gollum. Aber eh da oben ist, ist sowieso der Film zu Ende. Gollum, da ist er. Hat lange gedauert. Achso, erst die Spinnenweben kaputt machen. Natürlich. Ne, klettert hier hoch, Fischreste und so weiter dran. Aber Spinnenweben ist nicht so schlimm. Mhm. Muss ich denn jetzt denn noch machen? Langsam könnten wir auch mal hier... Hallo? Ah, irgendwas bauen. Ach ja, genau.
Ah. Ah, so macht man das doch. Immer. Ja, super, er kann da auch durch. Das habe ich jetzt gar nicht aus Reflex einfach mal gemacht. Das funktionierte. Sam brauche ich jetzt aber da durch. Schnell, bevor dieser komische Gollum-Bot da wieder durchgehen kann. Und mir den ganzen Weg versperrt. So. Und wir pflanzen wieder eine schöne Pflanze, die sich durch Stein graben kann. In so einer Geschwindigkeit. Bam. 2 von 10. Ja, das ist sie. Aber wir sind gleich oben. So wie das hier aussieht. Wir sind schon in einer sehr weit entfernten Perspektive. Das heißt, wir müssen es gleich geschafft haben. Ja. So, jetzt ruh dich erstmal aus. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Mir geht's gut. An diesem Ort. An diesem Ding und deinen Hals. Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will für sie. Will er nicht. Hübsch. Ich will doch nur helfen. Ja. Geh nach Haus. Du bist mir keine Hilfe mehr. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Irgendwie logisch. Würde ich auch nicht wollen. Zu der Spinne. Los geht's. Was ist das für ein Geruch? Spinne. Sagte ich ja gerade. Nee. Leben dann aber nicht lange. Weil Spinne. So, die ganzen Dinger hier wegmachen. So, die ganzen Spinnen. Aufgepasst. Spinnen wieder. Joink. Noch mehr Spinnen. Gar keine großen Hinweise hier oder so. Ich meine, ich will nur mal Spinnen sagen. Blum. Noch mehr Spinnen. Hier hängt sich einer wie Spider-Man ab. Geh kaputt. Ich will den Entwurf. Ich will den Entwurf. Ich will den Entwurf. Ich will den Entwurf. Ich will den. Ich hab den Entwurf bekommen, ey. Fuckers. So, jetzt müssen wir hier Gollum durch die Spinnen leiten. Der mag die nämlich nicht. Ja, oh, geh kaputt. Geh kaputt. Schau dich kaputt, wa? Hat so viel Pro7 geguckt hier. We love Sölden. Hä? Aber es gibt natürlich auch noch andere Sender, wie zum Beispiel Sat1 und RTL, genauso wie andere Programme und Sendungen, wie Der Bachelor und The Mentalist. Keine Ahnung, das waren jetzt einfach die mir einfielen zu RTL und Sat1. Aber natürlich auch dem Programm Pro7. Bang, Peng, Ja, da kommen wir leider nicht dran, da wo es so schön glitzert. Das ist natürlich immer so. Das, was man sehen kann und nicht drankommt, ist immer das Interessanteste. Aber da sind wieder Spinnen. Ne? Spinnen. Nur mal so, nochmal um es zu sagen. Einfach so. Weil ich es kann. Gollum muss uns natürlich jetzt noch zu der Spinne begleiten. Aber er will ja, dass sie es für ihn tut. Ja, sie könnte es tun.
Aber wir müssen ja Frodo erstmal dahin führen. Und das machen wir ganz geschmeidig. Also, fast. Wir zerstören zwar die Hälfte der Höhle, aber naja. Komm, kleines Frodo. Wir brauchen wieder dein Licht. Kann ich da dran? Ja. Pleng. Geisterbahn-Feeling hier. Bam. Überall Spinnenzeugs. So. Und da ist die Spinne. Nur mal so, nochmal um es klar deutlich zu machen für jeden. Spinne. Da rechts war sie. Ich meine, selbst Frodo hat die gesehen. Ich meine, die kann man nicht übersehen. Und noch mehr Spinnen. Na, ich höre auf damit. Das ist ja bescheuert. Klink. Ja, schon wieder eine. So, geht alle weg. Roderlab. Aber wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Irgendwas muss ich, glaube ich, kaputt. Ich glaube, ich muss das hier kaputt machen. Hier kommt aber auch mein Geld raus, wenn man hier drauf haut auf die Zeug. Falls man denn. Hallo? Ach ja, genau. Hier ist auch noch ein bisschen Geld. Hep, hep. Noch mehr Spinnen. Also Spinnen wieder mal. Alle abhauen. Tock. Ich glaube, das sollte ich nicht machen, aber na gut. Wo soll ich denn hier gegenwerfen? Da? Ja, das kann ich ja so kaputt machen. Ach, bauen. Ah, ich muss das bauen. Okay. Ach ja, genau. Ah, jetzt weiß ich auch, wie Leute ich machen muss. Da oben reinwerfen. So, jetzt noch mehr Steine hier abhauen. So, da noch mehr rein. Nein. So. Nicht den Golem umschlagen, ey. Den brauche ich noch. Also, den brauchen wir noch. Spoiler-Alarm. Erstmal Spinnen-Alarm. Noch nicht. Erstmal müssten wir jetzt laufen. Und jetzt kommt wieder so eine verfolgungsartiges Ding, was wir ja schon in der zweiten Folge hatten. Auf dem Weg von... Na, da war so viel Geld. Verdammt. Aber lässt sich auch relativ wenig steuern. Nach der zweiten Folge... Oder erste Folge? War das die erste Folge? Wo wir zur Fähre gerannt sind. Gott, oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Die erste oder die zweite? Ich glaube, die... Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich muss ihn vernichten, Smeral. Du bist es. Wer sonst? Ich bin an deiner Seite, Herr Frodo. Ich weiß. Verzeih mir, Sir. Verzeih mir bitte. Sie machen sich auf den Weg, ihre Reise fortzusetzen. Doch sie haben eins vergessen. Die Spinne lebt noch. Die geheime Treppe Level abgeschlossen. Wir haben 1 Million Stats. Sehr schön. Wir haben den Entwurf Quietschschwert freigeschaltet, sowie 2 Mithrilsteine. Und setzen die Geschichte natürlich fort. Nur weiß ich nicht, ob jetzt oder erst am Donnerstag.
Nein, erst am Donnerstag. Das heißt, wir sehen uns dann wieder. Donnerstag, ich glaube 2 Uhr. Donnerstag 2 Uhr. Wir sehen uns. Bis dann. Danke fürs Zusehen und tschüss.